Verpasse diese Energie nicht. Wir Numerologen, wir sind geschockt, wir sind begeistert, denn im Februar haben wir zwei einmalige Tage mit dieser besonderen Energie. Du erfährst heute von mir die Bedeutung in der Numerologie und die spirituelle Sicht dazu. Also bleib dran und freu dich auf dieses Video. Mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind vertreten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sind eins der größten Online-Portale im spirituellen Bereich für Webinare und Weiterbildung. Und wenn du immer die neuesten Nachrichten der geistigen Welt und die Botschaften hören möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal und ich danke dir jetzt schon sehr dafür. Ja, und heute geht es um die Energie der 2 und der 22 und um die Quersummen der 2.2.22, des 22.2.22. All das möchte ich gerne mit euch besprechen. Ja, und ihr erfahrt natürlich auch ein persönliches Erlebnis, was ich mit der 22 hatte. Und ich freue mich schon sehr, dass ich euch das alles mitteilen darf. So wie die 10, die 11, die 22, 33 und so weiter ist eine Doppelzahl, eine Meisterzahl. Eine Meisterzahl bedeutet, dass diese Zahl eine ganz besondere hohe Schwingung trägt. Und bei der 2 haben wir ja dieses 2 geteilte, also die 2 ist eine Zahl der Dualität und wir leben ja sehr stark in der Dualität, ihr Lieben. Das heißt Licht und Schatten, Gut und Böse, Hell und Dunkel, Warm und Kalt und so weiter, also diese Gegensätze trägt die 2 einfach. Die 2 ist auch für geistiges Wachstum da, also wir können uns weiter entwickeln und aus unseren Erfahrungen lernen. Und jetzt kommt's, aus unseren Erfahrungen der letzten 2 Jahre lernen. Alles, was in den letzten 2 Jahren geschah, wird jetzt nochmal mit der 2 hinterfragt. Am 2.2. und am 22.2. wird diese Energie nochmal hinterfragt und wir können daraus neue Visionen erkennen, neue Ziele uns orientieren und einfach auch was ändern. Die 2 ist auch die Balance zwischen der weiblichen und männlichen Energie und sie bringt uns die Kraft des freien Willens. Also ganz viel geschieht an diesen Tagen und besonders im Februar. Jetzt möchte ich mal beginnen mit der 22. Die 22 ist ja diese Meisterzahl und sie ist eine sehr starke Zahl. Sie hat eine starke Schwingung und sie hilft uns, Träume und Wünsche zu verwirklichen. Und sie trägt auch eine sehr hohe spirituelle Kraft und sie steht für einen Wendepunkt im Leben. Das heißt, du kannst dich in jede Richtung entwickeln, in die positive, in die negative. Sie unterstützt beides. Sie ist ja neutral. Sie erkennt diese Schwingung, die du in dir trägst und du gehst dann einfach in diese Schwingung und hast ganz starke Unterstützung. Natürlich wünsche ich mir, dass ihr alle in die positive Richtung gehen werdet und dadurch in die Balance kommt. Die 22, da hatte ich so ein persönliches Erlebnis, das möchte ich euch jetzt gerne erzählen. Und zwar habe ich einen Klienten, der zu mir kam, und gesagt, ich sehe schon über ein Jahr lang immer die 22 ständig, wenn ich auf die Uhr schaue oder egal wo, ich sehe immer diese 22, was bedeutet die denn? Dann haben wir eine Analyse gemacht und geguckt, auf was es bei ihm drauf ankommt und er war tatsächlich in einer sehr misslichen Lage. Sein Leben war sehr schwierig, er war also in einer aussichtslosen Lage, könnte man sagen, und sah immer diese 22. Das hat für ihn bedeutet, du musst dringend was ändern, sonst so geht es einfach nicht weiter. Und dann ist er also, wir sind dann noch ein bisschen mehr ins Detail gegangen und dann später, kurze Zeit darauf, kam er wieder und hat mir also erzählt, er hat eine Frau kennengelernt, deren Quersumme die 22 im Geburtsdatum ist. Und seitdem er mit dieser Frau zusammen ist, hat sich sein Leben grundlegend geändert. Das ist so richtig toll. Und seitdem sieht er die 22 nicht mehr. Das bedeutet, ihr Lieben, einfach,
dass wenn du die Aufgabe erkannt hast, was die Zahlen dir sagen wollen, dass sie dann verschwinden, wenn die Aufgabe erledigt ist. Und wir werden nachher auch eine ganz intensive Meditation mit den Engeln des Lichtes machen. Und sie werden dir helfen, das für dich herauszufinden, was bei dir die Zahlen bedeuten. Also es ist ganz wichtig, dass du dir die Meditation und die Botschaft am Ende des Videos auch noch anhörst. Also dieses Beispiels, Entschuldigung, ich habe so ein bisschen eine heisere Stimme. Ich bin nicht erkältet, aber die Stimme, ja, so vielleicht kurz vor einer Erkältung. Ich werde daran arbeiten, dass ich gesund bleibe, ganz klar. Ja, auf jeden Fall, das ist sehr interessant zu wissen. So, jetzt machen wir mal weiter. Jetzt nehmen wir mal die Quersumme vom 2.2.2022. Das ist nämlich die 10. Und die 10 steht auch für Wandel und Umbruch. Wandel und Umbruch, das heißt also, im Leben geht es immer auf und ab. Es ist nie gleichmäßig, es ist immer mal gut, mal schlecht, so ungefähr. Diese wellenförmige Schwingung, in der wir einfach drinnen sind. Und die 10 sagt es nochmal ganz deutlich, schaue hin, was ist jetzt wichtig für dich? Wo liegt dein Neubeginn? Denn sie weist uns auch auf einen Neubeginn hin und bringt uns, kann uns Unruhe bringen, kann uns Misserfolge bringen, kann uns launisch machen und Unausgeglichenheit bringen. Aber sie kann uns auch sagen, schaue auf dein Gleichgewicht und gehe mutig voran. Schaffe dir deinen Freiraum. Und darum geht es, sich einen neuen Freiraum zu schaffen. Von der Erfahrung der letzten 2 Jahre zu jetzt, zu diesem Jahr, sollten wir uns, so sagen die Zahlen, einen Freiraum schaffen, einen neuen Freiraum schaffen. Und für alle freiheitsliebenden Menschen werden das genau verstehen, denn die 10, die trägt eine große, große Schwingung, die uns darin unterstützt. Viele Menschen werden erkennen, dass sie sich nicht mehr bevormunden lassen möchten. Das ist die Zahlenschwingung, die also jetzt am 2.2. uns erreicht und wir dann für uns selbst prüfen, was ist für mich richtig, wie möchte ich damit umgehen. Also das ganze Leben kann sich da neu sortieren durch eigene Überlegungen. Deswegen ist dieser Tag sehr, sehr wichtig und man kann dann wirklich auch neue Wege gehen und neue positive Dinge für sich selbst entdecken. Also ungeheuer wichtig, dieser 2.2. Ich lege euch einfach ans Herz und schaut mal, wie seid ihr in eurer Energie ausgeglichen, in der weiblichen, männlichen Energie und manifestiert an diesem Tag ein neues Potenzial in eurem Leben, eine neue Freiheit, das, was ihr gerne sein möchtet. Ihr werdet von den Energien der Zahlenschwingung sehr, sehr stark unterstützt werden. Jetzt gehen wir mal zum 22.02.22. Da haben wir die Quersumme 12. Und die 12, und danach gehen wir auf die Quersumme von der 12 auf die 3. Die 12 steht für karmische Aufgaben. Das heißt also, wir könnten mit karmischen Dingen konfrontiert werden, die uns unsere Aufgaben nochmal vor Augen führen. Und wir können aber auch in die Gefühle hineinkommen der Hingabe und des Dienens. Die allgemeine Bedeutung der 12 ist einfach eine Pflichterfüllung der Unterordnung. Da musst du gucken, ob das für dich in Ordnung ist. Sie trägt auch der Schwingung der Hilfs- und Dienstbereitschaft. Also es ist ein Tag, an dem du vielen Menschen helfen könntest und unterstützen könntest, das trägt sehr viel Kraft, sehr viel Harmonie und alles, was du da tust, wird in einem guten Licht stehen. Es ist aber auch so, dass du vielleicht einen anderen Blickwinkel auf das alles bekommst, was gerade so abläuft und du dadurch auch sehr auf eine Geduldsprobe gestellt wirst. Das kann passieren. Es kann natürlich auch sein, dass du sehr liebevoll mit den anderen Menschen umgehst und dass dir nichts zu viel ist. Was wir alle tun sollten an diesem Tag, am 22.02., dass wir Tieren, Menschen und der Natur, dass wir da uns gegenseitig unterstützen und helfen.
Du kannst dir ja jetzt schon überlegen, was du an diesem Tag gerne machen möchtest, um in der tollen Energie der 22 da die Menschen zu unterstützen, die ganze Erde zu unterstützen, ist ganz wichtig. Aus spiritueller Sicht ist die Zahl 12 die Zahl des Wachstums. Das heißt also, du kannst spirituell nochmal wachsen und dich ins Gleichgewicht bringen und auch das Geben und Nehmen ins Gleichgewicht bringen und dadurch in einen Einklang mit der göttlichen Ordnung kommen. Also ein ganz wertvoller Tag für deine besondere spirituelle Gabe, für deine spirituelle Ausrichtung. Und wenn wir jetzt die 12 in der Quersumme nehmen, haben wir ja die 3. Und die 3, die sagt Stabilität und Vielseitigkeit. Die 3 steht für Geselligkeit und Kommunikation. Das heißt also, wenn du ein Vorstellungsgespräch vereinbarst, dann tu es am 22.2. Denn der 22.2. trägt da einfach eine positive Energie. Also alles, was damit mit Kommunikation zu tun hat, solltest du an diesem Tag tun. Er hat auch so eine positive Grundeinstellung, die dich unterstützt, egal was du tust, die dich einfach unterstützt. Und du kannst dich also besonders gut ausdrücken. Und die Ideen und Pläne, die du so vielleicht die ganze Zeit gesammelt hast, kannst du an diesem Tag besonders gut in Form bringen, weil eben die Kommunikation da ist. Und diese Kommunikation, die steht auch von der Seele zu deinem Geist. Nicht nur die Kommunikation zu den Engeln oder zu den anderen Menschen, sondern auch deine innere Kommunikation wird sehr unterstützt. Die spirituelle Bedeutung der 3 ist ja Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und für die Menschen Körper, Geist und Seele. Das heißt also, wir haben eine ganz große Einheit dieser 3 Dinge, die uns unterstützt und direkt in die göttliche Ordnung hineinführt. Und die göttliche Ordnung bringt uns auch die Energie des Schutzes. Also es ist ein ganz toller Tag, der uns hier mit seinen Energien erwartet. Und die 3 wird auch noch als Schicksalszahl oder Karmazahl bezeichnet. Das heißt also, du hast auch die Möglichkeit, dein Karma da aufzulösen mit guten Taten. Das, was noch da ist, was sich gerade an diesem Tag zeigt. Denn wenn sich da ein Karma zeigt, dann sollte man es auflösen. Man kann es immer mit einer guten Tat tun. Und das, wenn du das jetzt alles, dieses ganze Wissen anwendest und jetzt gleich kommen wir zu der Meditation und dann zu der Botschaft mit den Engeln des Lichtes, dann weiß ich, dass dein Leben sich komplett ändern könnte, dass du die ganzen Möglichkeiten jetzt über die Botschaft, die wir gleich erhalten werden, nochmal in einem ganz anderen Licht sehen kannst und dadurch, so wie im Kleinen, so auch im Großen, sich so viel auf der Erde ändern kann. Und ich wünsche mir sehr, dass wir so tief wie möglich in diese Energie jetzt zusammen eintauchen. Und ich wünsche dir auch ganz viel Freude gleich beim Meditieren und der Botschaft. Geliebte Menschenfamilie, ich lade dich heute ein, in die Zahlenschwingung der 2 einzutauchen. Und ich lade auch die Engel ein, damit sie uns alle Schwingungsvarianten der 2 und der 22 bereitstellen mögen. Und so bitte ich dich, jetzt gleich zu Beginn das Licht von Smarana, das Licht der Liebe einzuatmen. Und ich bitte dich zu versuchen, dich mit diesem Licht auszudehnen. Es ist das Licht der Engel. Es ist das Licht von Gottes Nähe, welches jetzt in dir fließt.
und welches jetzt dir hilft, dich auszudehnen und fallen zu lassen. Welches dir hilft zu spüren, wenn jetzt gleich die Engel zu dir sprechen. Wir sind die Engel des Lichtes und wir kommen voller Freude zu dir, geliebtes Menschenkind. Die Engel des Lichtes, sie beleuchten die Energien, sie beleuchten die Zahlenschwingungen und sie sprechen zu dir über die Zahlen, so wie es viele unserer Lichtgeschwister ebenfalls tun. Und so ist es uns eine sehr große Freude, heute mit dir in die Dimensionen der Zahlen, in die heilige Geometrie des Universums einzutauchen. Du hast dich schon darauf vorbereitet, denn du bist sehr tief in deiner Seelenenergie. Und so, wenn du es erlaubst, werden wir nun deine Seele tragen, tragen in die Energie der Zahlen, in die heilige Geometrie. Und so gibst du uns, wenn du magst, dein Einverständnis mit einem inneren Ja. Und in dem gleichen Moment begleiten wir deine Seele hinein in die heilige Geometrie. Dies ist eine hochschwingende Energie. Und in dieser Energie ist es möglich, dass du Verschiedenes wahrnimmst. Es können Zahlen sein, es können Buchstaben sein, Bilder, Gefühle, Farben. Alles ist jetzt möglich. Wir halten die Energie und wir schützen deine Seele, sodass du alles aufnehmen kannst, was jetzt in diesem Moment wichtig für dich ist. Und so wird die Aufmerksamkeit deiner Seele dorthin gelenkt, zu dem, was heute wichtig für dich ist. Du wirst Impulse empfangen, auf was du achten solltest, was wichtig für dich ist. Deine Seele nimmt die Energien auf, und sie speichert sie ab in deinem Innersten.
Und nun beginnen wir für dich zu singen, denn die Töne tragen ebenfalls eine Zahlenschwingung. Und so bitten wir, wenn wir singen, dir die Zahlen der Liebe in deine Hände. Und du kannst, wenn du magst, diese Zahlen oder die Zahl, die du wahrnimmst, in dein Herz hineinziehen, um zu fühlen, was sie dir sagen möchte. Und das, was dir als erstes in den Sinn kommt, trägt die Bedeutung von dem, was du gerade erlebst und was dir wichtig ist. So helfen wir dir, das zu entschlüsseln, was dich vielleicht schon lange begleitet und wo du noch keine Antwort bekommen hast. Voller Liebe betrachten wir dich, deine Seele und deine Energie, denn wir sehen, dass du ganz viele Geschenke heute erhalten hast. Und wir sehen, dass dir Gutes widerfuhr. Und so begleiten wir deine Seele wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Verabschieden uns von dir voller Liebe und Dankbarkeit für dein großes Licht. Und du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in dein Hier und Jetzt zurück, bewegst Hände und Füße und bist wieder ganz da. Die Engel des Lichtes, sie sagten auch, es wäre gut, gerade an diesen beiden Tagen und auch vorher und nachher, diese Botschaft nochmal anzuhören, um das zu vertiefen, was gerade heute geschah. Und sie sagten auch, wenn du öfters verschiedene Zahlen oder öfters bestimmte Zahlen siehst, ist es gut, diese Botschaft zu hören und dann in dem Moment diese Zahlen dir vorzustellen, denn dann wirst du Antworten bekommen. Das ist ein ganz großes Geschenk und ich freue mich sehr darüber. Ihr Lieben, habt eine schöne Zeit und wenn euch mein Video gefallen hat und ihr weiterhin Botschaften erhalten möchtet, dann abonniert bitte meinen Kanal, klickt einfach hier auf diese Kugel und ich bedanke mich schon sehr dafür. Alles Liebe!